Ja, Konnichiwa, willkommen zu einer weiteren Folge. Burger einnehmen. Die erste Folge war nicht sonderlich. Die letzte Folge war nicht sonderlich erfolgreich. Ich habe eine Menge Einheiten verloren. Sehr viele Einheiten. Und ja. Machen wir einfach mal weiter. Diesmal schaffen wir es hoffentlich besser. Und ich fange lieber schon mal damit an, meine Formation zu stellen. Also, Speere nach vorne. Und Kavallerie und so in die Flanken. Was habe ich was für Kavallerie? Katana und Yari. Ah ja. Na gut. Hier seid ihr plötzlich schnell. Wie viele Leute aber auch. So. Dahin. Dahin. Ach, das ist der General, stimmt ja. So, das sind die Ninja. Katana Samurai. Ja, dahin seid ihr ja noch da. Stimmt, ja. Okay, Moment. Was anders. Hier. Dahin. So, erstmal Katana Samurai. Wie viel habe ich? Ich habe zwei. Bekommen wir hier hin. Genau. Dann Bogenschützen. Nein, hier ist die. Kommt so hier. Genau. Der Held. Sag mal. So, Sekurität. Sekurität. So, ich weg. Die. Hier kommt mir so hier. Genau. Ja, gut, ja, die können ruhig zu uns kommen. Ninja? Keine Ahnung. Die habe ich noch keine gute Verwendung gefunden. Komm hier hin.
Eine eurer Einheiten nähert sich einem. Wichtige Gebäude kommen hauptsächlich in Mehrspielergefechten vor und verleihen verbündeten Einheiten in der Nähe Boni, von Munitionsnachschub bis zur Wiederherstellung der Moral. Jede Armee kann die Boni wichtiger Gebäude nutzen. Lasst eine Einheit das Gebäude betreten und wartet, bis sich das Kräfteverhältnis zu euren Gunsten ändert. Aha. Schau mal, wer da gerade angreift. Katana Kavallerie. Okay. Ich glaube, da geht auf die Kanonen. Ich kann die eh nicht nutzen, ja, sollen die doch verrecken. Ihr lahmfüßer Angriff, meine Güte. So, jetzt sind die super flankiert. Ja. So. Nein. Ne, Kanon kann ich immer noch nicht verwenden. Da aufsitzen. Was auch immer das für Ballons sind, die da hinten haben. Vermutlich gegen Pfeilbeschuss oder so, keine Ahnung. So, kann ich dich denn wenigstens jetzt bewegen? Jawohl, kann ich. Sehr gut. Dann warten wir mal. So. Dann wieder aufsetzen. Dann geht's da lang.
bleiben! So. Warten wir wieder. So, jetzt wischen wir uns wieder auf. Eine eurer versucht, Kishu-Ninja können feindliche Generäle ermorden. Sie können sich auf dem Schlachtfeld verstecken und mit Blendgranaten aus dem Kampf gegen überlegene Feinde verschwinden. Sie können sich auch in Schlösser einschleichen. Mit Kletterkrallen erklimmen sie jede Mauer und können schnell ein Torhaus einnehmen. Moment, für die Ninja habe ich eine Idee. Erstmal General, du kommst zurück. General kommt zurück. Ninja, ne? Dann versuche ich es mal mit einer etwas anderen Strategie. Die westliche Armee bewegt sich schon mal. Wow. Einen kleinen Schritt. Ja, geht so. Es leckt gerade. Ich hoffe, das ist kein Problem. Die Schlosstürme bedrohen noch immer eure Truppen. Türme lassen sich einnehmen, indem ihr für einige Zeit eine Einheit daneben stellt. Türme sind wichtig für die Kontrolle über ein Schloss. Gehören sie erst einmal euch, schießen sie automatisch Pfeile auf den Feind. Wie können die mich sehen? Ihr müsst die Festungsmauern nicht durchbrechen. Schickt euren Kishu-Ninja oder Infanterieeinheiten über die Mauer, um das Torhaus einzunehmen, ehe ihr auf den feindlichen Tenshu zustürmt. Toll. Nur hört auf. So, na also. Jetzt erklimmt das Gebäude. Ja, voll schnell.
Dann würde ich schon mal die Kavallerie schicken. Und die Karl-Hahn-Kavallerie auch. Gut. Los, nimmt die Mauer ein. Jetzt mal das Tor. Habt ihr's? Ja, das Tor ist eingesammelt, sehr gut. Alter, schnell! Okay, ne? Schnell! Himmel! Diener Mensch. Dauert sonst. Und die Ninjas sind weg. Schnell. Los, Kavallerie. Rein da. Was ist das? Die mich veräppeln. Also. Jetzt. Rein da, los! Du, rein da, los! Bevor die Tore wieder zu sind. Himmel! Schnell, 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 schnell! Mein Gott! Rein da? Vielleicht? Also geht doch. Alter, ne? Oh. Da, Yari-Kavallerie. Jetzt aber. Am Reis rein da. Hier auch jetzt rennt er, ja, bitte. So.
hier. Ja. Und du? Ach, Gehirn. Hier, genau. Drück, hallo. Hey. Aha. Und dann hier, bitte. Wer um alles in der Welt schießt mit Feuerpfeilen? Warum geht die Yari-Wand nicht? Und ihr hört auf zu schießen. Sollt ihr auch wieder schießen? Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt geht das. Feuern. Also bitte. No!
Okay. Dagegen hält die Moral auf, nicht was die Einheit und so weiter gemacht. Okay. Nahtpfeile. Die Vorstellung natürlich, wenn sich die Moral erkannt und so weiter, kann die Einheit transportiert. Aha. Ach, das ist der General! Feuer frei auf den General. Hier, dahin. Dahin. So. Hier, bleibst du stehen. Was hast du vor? Ach gut, ihr könnt auch hoch. Ist der jetzt erlaubt? General, wieder aufsetzen. Jawohl, der General ist tot. Jetzt, Kavallerie. Ja. Katana Samurai. So, hier, wenn ihr rüber seid. Mal hier dahin. Ja gut, läuft doch. So, Kavallerie. Genau, sehr gut. Hier müsst ihr jetzt eigentlich nicht mehr rüberklettern. Okay, Ninjas klettern echt verdammt schnell. Finde ich ganz gut. Das ist unser Tor, wie es scheint. Oh, Yari-Samurai. Ah! Wir haben schon so gut wie gewonnen. Teufel. Macht die Yari-Kavallerie. Was zum Teufel? Macht die Yari-Kavallerie. Wow. Das ist ja... Ach, keine Ahnung. Wie sich denken, ne? Komm, stell dich mal hier hin. Was machen die denn dort hinten jetzt? Ah, ich könnte die Krise kriegen. Oh.
Oh, ey. Ah, das Tor ist offen. Entschuldigung, wenn ich gerade nichts sage, ich konzentriere mich. Ja, Bogenschützen. Dahin. Knarren. Los. Rennen. Gut, wenn wir rennen. So. Alles immer vorgegaukelt bekommen müssen. So, Feuerpfeile. Gott, nee, oder? Wer rennt da jetzt? Hier. Oh. Ihr sollt in die Mauer. Moretta schuld die Kabel. Sind die tot? Wollt mich doch veräppeln. Na gut, okay. Yeah. Bomboja. Ja. Errungenschaft freigeschaltet, Kommandant der Bürger. Errungenschaft freigeschaltet, ausgewogener Angriff und Errungenschaft freigeschaltet, keine Ahnung, konnte ich nicht lesen. Ja, die Miyoshi sind besiegt, dieses Tutorial ist beendet, juhu. 34 Minuten, oh mein Gott. Wenn ich weiter so lerne, wird am Ende keine militärischen Sieger erringen. Ja, das habe ich auch vorhin gerade gemacht. So, ja. Das war das dritte Tutorial, zwei Folgen noch und dann kommt eine Mini-Kampagne und dann können wir, glaube ich, richtig anfangen. Kommandant der Bürger. Behaltet mindestens 4 Ashigaru-Einheiten ein ganzes Gefecht lang, ohne auch nur einmal zu fliehen. Okay. Hä? Sieger. Tsutsukabe Motoshika. Verluste 786. Miyoshi Chokei. Feinde getötet 246. Was? Hä? Okay. Ja. Aber das war's zu dem dritten Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, wenn es etwas vielleicht kommentarlos war, aber hey, wir haben gewonnen, juhu.